Wer hat denn jetzt noch Platz im Inventar? Mal so gefragt. Billy. Wir müssen schließlich nochmal... Also ich gehe hier nicht rüber, ohne zu speichern. Das ist hoffentlich klar. So. Hier liegt da schließlich noch ein Farbband. Das können wir jetzt noch schnell verbrauchen. Es gibt ja noch ein paar. Also es ist ja nicht so, als hätten wir keine Möglichkeiten zu speichern mehr. Ich glaube insgesamt 6 Farbbänder liegen noch in dem bislang begehbaren Bereich herum. So. Ja, ich würde sagen, abgesehen davon, dass wir massig viel Munition verbraten haben und den Molotow-Cocktail-Scheiße eingesetzt haben, war es doch halbwegs souverän, wie wir da gerade durchgegangen sind. Bei dem 100-Füßer. So, und jetzt wird's lustig. Ich hoffe mal, das Ding hat ordentlich Wumms. Überraschung! So, ich weiß nicht, ob ich wechseln sollte. Nee, ich schieß nochmal. Oh, echt jetzt? Shit. Ich glaube, ich habe ihn zerlegt, aber jetzt sind halt wieder die kleinen Viecher unterwegs. Rebecca hat's, naja, hat schon wieder Schaden genommen. Oh Gott. Ja, jetzt hat natürlich auch Billy Schaden genommen. Billy, kommst du? Du hast da was an dir kleben, glaube ich. So, wir schauen mal kurz. Ja, jetzt haben beide natürlich einen gelben Zustand. Das ist ganz großartig. Das habe ich 1A hingekriegt. So, aber wir können an die Tür gehen. Ach Mist. Ich habe es verwechselt. Das ist gar nicht die Feuertür. So, wir machen mal kurz hier... Wo sind denn die Biester? Ah, da. Ist es nur eins? Nicht deine schöne Gewehrmuni verschießen. Bist du wahnsinnig? Dann wechsel auf die Pistole, Alter. Du musst doch verrückt sein. Schießt er hier mit der Pumpgun drauf? Oh Mist, wartet mal. Ach komm, ich scheiß auf das Vieh. Aber wenn ich jetzt sowieso schon mal hier aufgeräumt habe, dann können wir jetzt auch wirklich hier reingehen. Denn den Kollegen, der hier dann rumsteht, an dem können wir wirklich einfach vorbeilaufen. Das ist dann nicht das Problem. So. Schauen wir mal hier vorbei. Das ist unfassbar, was diese Viecher aushalten, oder? Ach ja, Mann. So, lass mal schauen. Billy hat Platz. Billy kann zumindest das grüne Kraut an sich nehmen, das wir dann eigentlich auch direkt verwenden können. Ich weiß bloß nicht mit wem. Hat man das gehört in der Aufnahme? Das war mein Handy. So, wie machen wir das am besten? Ich glaube, wir machen es mal so rum. Billy hält halt einfach mehr aus. Also das ist mir lieber, weil es die sicherere Variante ist. So, und dann kann sie halt auch noch das Benzin hier einstecken. Das ist ja dann nicht die Sache. Das schleppen wir dann halt mal kurz rüber. Ja, ja. Es sieht so ungesund aus. So, ich hoffe, hier ist jetzt kein neuer nachgerückt. Nein, das wäre natürlich extra ätzend gewesen. So, völlig umsonst jetzt die ganze Muni für den Granatwerfer gerade verplempert. Und theoretischerweise könnte ich jetzt natürlich ordentlich Platz machen in meinem Inventar, denn wir haben unfassbar viele Waffen, für die wir keine Munition mehr haben. So, viele Benzinkanister, ich bräuchte bloß mal irgendwie Flaschen. Das wäre gut. So, jetzt müssen wir nur noch auf die Suche nach den Türen mit Feuermotiv gehen. Ach ja, irgendwie laufen die Dinge jetzt auf einmal nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht. So, die Tür ist offen. Hier, da ist die Tür eingraviert. Stimmt, ich vergaß. Unten, ich glaube es war unten, ne? Ja, 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 stimmt. Hier unten, gleich im ersten Raum, war eine Tür mit Feuersymbol. Und dann in dem Gang, der zum Aufzug geführt hat, im zweiten Stockwerk oben. So. Hier ist tatsächlich wieder ein neuer.
Das habe ich irgendwie erwartet. Hauen wir ihn erstmal um. Schön, dass Billy dann irgendwann auch mal anfängt zu schießen. Steht er nochmal auf? Nein, sehr gut. So, war ja dann recht souverän gelöst. Okay, war jetzt aber auch nicht sehr kompliziert. Ich meine, zwei Zombies, die in gutem Abstand hier auftauchen, die sollte man auch töten können. Sehr gut, sie haben den Feuerschlüssel verwendet. Zumindest die Tür hätten wir schon mal. Das klingt ja schon mal einladend. Wo sind wir denn hier? Das sind Nester gewesen, oder? Oh, ich sehe Flaschen. So, wie sieht es platzmäßig aus? Zumindest Rebecca hat ein Feld. Ah, ich hätte den Granatwerfer mal abwerfen sollen. So, dann lassen wir hier mit ihr gehen. Ne, wir schauen erstmal kurz, was das hier ist. Brennflüssigkeit. Erstmal nicht. Wofür könnten wir die denn benutzen? Auch für Molotow-Cocktails? Diese Spüle sieht versifft aus. Das hast du sehr gut erkannt. Diese Utensilien sind abgenutzt. Ein Kühlschrank. Die Tür ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Ich vermute, da wird uns wohl jemand draus besuchen kommen gleich. So wie im Zug eben. So, haben wir hier noch irgendwas? Eine große Auswahl an Gewürzen. Einige sind heutzutage eine Seltenheit. Selbst wenn, ich würde aus diesem Haus nichts nehmen. Ganz ehrlich. So, wir nehmen mal die Flaschen. Wir können ja gleich nochmal hier vorbeischauen. Oder haben wir irgendwas, das wir ablegen könnten? Ich glaube gerade nicht, ne? Sieht schlecht aus. Ah, wieso habe ich nicht die ganzen Gewehre und alles weggeschmissen, ey? Naja, lass nochmal kurz rübergehen. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt nicht gleich sofort wieder neue Zombies auftauchen. Das wäre irgendwie dämlich. Nein, großes Schweigen. Der eine kniet immer noch hinten rum und ist uninteressant für Rebecca. Dann bleibt's auch dabei. So, erstmal großes Waffen wegwerfen. Das Ding kommt weg. Ist zwar immer noch ein Schuss drin, aber was soll's. Dann nehmen wir erstmal kurz das Benzin an uns. Und mixen uns neue Mollys. Kombinieren. Sehr gut. Die können wir gleich wieder hinlegen. Und Billy wirft den ab. Die Pumpgun behalten wir mal. Wer weiß, was kommt. So. Und dann auf. Gehen wir noch schnell die Brennflüssigkeit holen. Vielleicht brauchen wir die ja auch für mehr als nur für Molotow-Cocktails. Wäre es uns irgendwie sinnlos, extra diesen Raum hier zuzuschließen mit dem Schlüssel. Wenn dann einfach bloß Utensilien für Molotow-Cocktails drin wären. Und ansonsten sehe ich ja auch nichts. Könnten höchstens nochmal hier schauen, aber... Nee, hier ist auch nichts. Na gut, dann lass einsammeln. Und ich bereite mich darauf vor, dass jetzt irgendwas ankommen wird. Nein? Gut. Dann schaue ich die mir mal ganz kurz an, die Brennflüssigkeit. Nein, nicht kombinieren, untersuchen. Ein Behälter mit Brennflüssigkeit. Nein, wirklich. Lighter Fluid. Ah, okay. Es ist also Butangas? Ne, Butangas wäre ja Gas für mich. Es steht ja Fluid drauf. Aber zumindest irgendwie fürs Feuerzeug eigentlich gedacht. Aber Billys Feuerzeug funktioniert doch, oder? Davon gehe ich jetzt einfach mal ganz stark aus. Na gut, das war jetzt nicht so die übelste erfolgreiche Jagd nach Utensilien. Dann machen wir mal weiter und schauen, was wir sonst noch so finden. So, ich würde sagen, wir gehen gleich mal über die Leiter nach oben. Dann können wir nämlich noch das eine grüne Kraut einsammeln. Und haben zumindest alles abgegrast, was wir abgrasen können an Heilzeug. Hier ist immer noch zu. Ja, da drüben war ja Gas. Oder irgendwas anderes. Vielleicht auch einfach bloß heißer Wasserdampf.
Was streng genommen auch Gas ist. Aber bei Gas denkt man ja meistens an brennbares Gas. Da kriecht wohl irgendwo ein Zombie in der Ecke rum. Ich lasse ihn einfach mal kriechen. Der kann mir jetzt gerade gestohlen bleiben. Ich fürchte bloß, dass auch hier oben neue Gegner sein werden. Nein? Sehr gut. Das freut mich sehr. Dann sammeln wir das nämlich noch schnell ein hier und sind auch schon wieder weg. Komm, Belly. So, da sind wir nämlich schon ganz in der Nähe von der anderen Tür, die wir mit dem Feuerschlüssel aufmachen können. Zumindest der anderen Tür, die wir bisher gefunden haben. Achso, das waren bloß wir. So, die müsste nämlich hier gewesen sein. Hier war auch ein Zombie, wenn ich mich nicht irre. Ein neuer. Ja. So, schnell durch. Das war's schon für ihn. Okay, das ist in Ordnung. Es muss ja nicht jeder immer wieder aufstehen. Nichts dagegen. So, dann können wir uns gleich hier an der Tür zu schaffen machen. Schlüssel rein, Tür auf. Und der Schlüssel ist tatsächlich aufgebraucht, dann weg damit. Dann haben wir jetzt ein Feld frei. Naja, besser als nichts, sagen wir mal. Moment, wie sieht es denn bei Billy aus? Der hat zwei Felder frei, na Mensch. Sieh mal einer an. So, dann. Ja, gehen wir mit Billy voran und schauen mal, was wir hier finden können. Jemand zu Hause? Ein Pianospieler. Okay, das sieht mir stark nach einem Büro aus. Kletterpartie. Hier hinten ist ein Geheimgang. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Nee, theoretischerweise sollte da eigentlich nichts sein. Aber das heißt ja nichts. Wir schauen uns mal kurz um. Neue Gewehrmunition, das ist edel. Das finde ich sehr, sehr gut. Die werden wir auch gleich mal da noch mit reinstopfen in das Gewehr. Und dann machen wir erstmal wieder Lesestunde. Tagebuch des Vizeleiters. 2. September. Wie üblich, völlig unfähige Auszubildende. Wo findet die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal zwei gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. Oh, William Birkin und Albert Wesker etwa? 25. September. Will, der Denker. Al, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte Leiter Marcus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's? Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. So, so. Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt irgendwie History miteinander haben, die zwei. Dieser Globus ist äußerst gut gearbeitet, aber so alt, dass es sicher kaputt geht, wenn sie ihn drehen. Ja, dann lassen wir das doch vielleicht. So, der Elchkopf scheint in diesem Teil keine Rolle zu spielen. Ich wechsle mal kurz auf Rebecca. Billy kann mal da drüben bleiben. Bücher sind willkürlich angeordnet. Einige sind wohl aus dem Regal genommen worden. Okay. Da stehen... Na doch, oben stehen Bücher, aber unten nicht. Dieses Foto zeigt einen ältlichen, in seine Arbeit vertieften Gelehrten. Nein, sowas. Dieses Foto zeigt den Bau einer Brücke. Das irgendwie eine Bedeutung hat? Ich weiß ja nicht. Manchmal, also man kann ja nie wissen bei Resident Evil. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Geräusch, aber das bin ich. Okay, sonst ist ja nichts. Dann würde ich sagen, hier drüben war ja auch nichts weiter. Schauen wir uns mal das Knöpfchen an. Da ist ein Schalter, den legen wir doch um. Licht. Licht, okay. Nicht unbedingt das, womit ich jetzt gerechnet hätte, aber... Ah, ich sehe. Können wir denn zufälligerweise...
dieses Tischlein verschieben. Ja. Also sind die Elche auch in diesem Teil wieder die Geheimnisbewahrer, Verwahrer, wie auch immer. Schauen wir mal, ob es einen neuen Schlüssel gibt oder was genau wir da finden werden. Das Ding sieht eigentlich nicht sonderlich schwer aus, aber ich vermute mal, Rebecca wäre wieder nicht in der Lage, das selbst zu schieben. Kannst du hochgehen? Danke. Hier scheint etwas zu sein. Das hast du gut erkannt. Eine Eisennadel. Ich könnte mir vorstellen, dass wir damit vielleicht den Flügel von der Statue abkriegen. Wir probieren es mal. So, mehr scheint es hier ja jetzt auch nicht zu geben. Also ich muss sagen, ich hätte mir ein kleines bisschen mehr erhofft von den Türen mit dem Feuersymbol. So, komm, Bitch. Wir gehen. Also theoretischerweise müsste das ja jetzt eigentlich die Statuen irgendwie, also beziehungsweise die eine Statue so bearbeiten können, dass wir da jetzt einen Öffnungsmechanismus betätigen können, weil sonst ist ja gerade nichts. Sonst wäre ja jetzt nichts weiter, was wir irgendwie machen können. So, da sind wir da auch schon. Direkt am richtigen Ort. Die linke Statue raus. Och, tatsächlich. Habe ich mal wieder nicht genug Platz. So, dann machen wir mal kurz den Austausch hier. So. Und du nimmst die Statue links an dich. Jo. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Weiß nicht, ob das mit Kombinieren funktioniert. Nein. Vielleicht schauen wir uns das Ding selbst erstmal an. Ist das vielleicht eine Art Dekoration? Im Sockel ist eine Öffnung. Oder das ist ein Uhrzeiger. Wir schauen nochmal kurz hier. Hier war ja auch eine Öffnung dran, ne? Einzelne Flügel am Rücken. An der Rückseite ist eine kleine Öffnung. Ich sehe sie bloß nicht. Ich weiß nicht, was für eine Öffnung ihr jetzt genau meint hier. Nee, das geht nicht. Hm. Oder wir müssen an der weißen Statue dieses Ding anbringen, um damit ein Gleichgewicht herzustellen. Ja, Billy, geh mal ein Stück. Geh mal. Weg, komm. Ja, die nehmen wir auch noch runter. Aber für die habe ich natürlich wieder keinen Platz. Ugh. Mann. Haben wir denn irgendwie gerade Kapazitäten? Nein. Dann schmeiße ich die mal kurz auf den Boden. So. Nimmst du die Statue auch noch an dich? So, die können wir auch nochmal anschauen. Tütten, immer noch in Form einer Frau. An der Rückseite ist eine kleine Öffnung, bei der also auch. Nein, du sollst mich nochmal untersuchen. Nein. Ach, verdammt. Ich wollte sie doch nicht verwenden. So, darfst du gleich nochmal runternehmen. Ja. Her damit. Und dann kombinieren wir die miteinander, was aber genauso wenig geht. Das ist ärgerlich. Hm. Wo könnten wir das Ding sonst noch einsetzen? Nee, ich will nichts entfernen. Ich will eigentlich die andere auch noch draufstellen, damit wir sie erstmal wieder hier haben.